So, da bin ich wieder mit der 19. Ausgabe 2010 der Computerbild-DVD-Version. Ja, dieses Mal ist etwas ganz Tolles für Fußball-Freaks oder Fans dabei, aber dazu komme ich später. Fangen wir an bei dem Titelthema, da ist was sehr Schönes dabei eigentlich. Und zwar FreeStudio 4.8, also Version 4.8. Dieses Programm soll so gut wie alles können. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich kenne das von einem anderen Laptop. Ich habe das Programm schon mal gesehen gehabt. Da war das beim Kauf dabei. Ist soweit ich weiß von HP, glaube ich, was. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, was macht ihr? Videos runterladen von YouTube, hochladen, konvertieren für alle möglichen Handys, Spiele, Konsolen, Formate, die ganze DVD rippen, auf dem PC abspeichern, DVD abspeichern, alles Mögliche soll er können und ich werde vielleicht da mal noch genauer drauf eingehen in einem extra Video. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich es tue. Sicherheitscenter, wie immer eigentlich mit dabei, Kaspersky Security, Suite CVE 10, Computerbild-Abzockschutz und Anti-Browser-Spy 2.0. Internet, Computer-Direkthilfe, Pixel X Backup Pro, ja, ein Backup-Programm für alles eigentlich. Alle Daten werden vor dem Sichern mit einem Passwort geschützt und verschlüsselt. Die aktuelle Version des Firefox. Windows. Ja, da kommen wir zu dem Programm, das ich vorbereitet habe. Das ist einmal 1abc.net Hard Drive Washer 3. Der löscht im Grunde alle möglichen Dateien temporär, temporäre Dateien, Reste von den installierten Programmen. Er spürt die auf und löscht die dann. Das heißt, man hat dann mehr Arbeitsspeicher wieder zur Verfügung. Könnte sein, dass der PC dann wieder schneller startet. Ein bisschen mehr Platz wieder auf der Speicher, auf der Festplatte. Der sucht jetzt bei mir 40.000 Dateien, deshalb mache ich gleich einen Zeitsprung. Ja, den werde ich wohl machen. So, da bin ich dann wieder. Ja, er hat jetzt bei mir gesucht gehabt. Er hat jetzt 46.000 Dateien überprüft. Und 1.141 Dateien gefunden. Und ich denke mal, hier kann man ohne Bedenken eigentlich alles löschen. Zudem kann man natürlich auch noch bei dem Programm Optionen auswählen. Sachen, die man definitiv nicht löschen möchte, kann man noch eingeben. Also Ausnahmeliste bearbeiten. Das Laufwerk auswählen. Automatisches Reinigen kann man aktivieren und dann dementsprechende Anzahl von Tagen eingeben. Ja, also im Grunde die wichtigsten Grundfunktionen kann man machen. Zudem kann man das Programm dann zu einer Vollversion umwandeln. Das geht alles kostenlos. Klickt man dann hier rauf, kommt dann zu dieser Seite. Und dann gibt man eigentlich seine Sachen ein. Das ist eigentlich nur, damit zu wissen, wie oft das Programm benutzt wird, um dann A, Kunden anzuwerben für andere Programme und damit zu wissen, wie viele Menschen das Programm benutzen. Deswegen ist es kostenlos. Ja, den gibt man dann hier ein. Ich habe das auch mal hier schon vorbereitet. Kopieren. Ich habe das alles schon in meiner E-Mail rauskopiert. Einfügen und okay. Ja, und das war's dann.
Also das kann man damit dann machen. Kommen wir weiter. Audio, Video und Foto. Hier ist ein Programm, was mich dann doch schon recht interessieren könnte in der modernen Zeitalter. Free 3D Photomaker 2.0. Dieses Programm hätte ich jetzt gerne ausprobiert. Ich habe aber leider keine 3D-Fotobrille. Sonst hätte ich das zu gerne mal gezeigt, ob es funktioniert. Ich denke mal aber, dass ich mir eine 3D-Brille besorgen werde. Steht noch alles zusätzlich in der Information der Computerbild selber, was für eine DVD-Brille man braucht. Und ja, sonst hätte ich das zu gerne gezeigt. Also man kann mit dem Programm aus einem 2D-Foto ein 3D-Foto erstellen. Das klingt doch eigentlich schon mal ganz cool eigentlich. Ja. Büro. Ja, Evernote hat mich auch ein bisschen angesprochen. Das ist ein Notizzettelprogramm, das hauptsächlich im Internet fungiert. Man kann dann mit seinen Daten, Passwort und Zugangsdaten sich dann von jedem beliebigen PC aus einloggen, um dann sein Konto in Anführungszeichen abzurufen. Das heißt, man kann auch Sprachmemos und Bilder abspeichern und hat dann eine, ja, recht übersichtliche, für meine Meinung nach, Oberfläche. Und ja, also das kann man doch schon dann wahrscheinlich empfehlen. Unterhaltung. Jerry Cotton, das verdammte Geld. Schönes Hörbuch. Jerry Cotton, einer der Klassiker schlechthin. Wer es nicht mag, Pech. So, das Starterpaket. Hier ist jetzt so gut wie alles zu Fußball, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Ich persönlich bin kein Fußballfan. Tja, warum? Weiß nicht. Bei mir hat es einfach noch nicht geklickt. Würde ich mal behaupten. Da ist zum Beispiel dabei ein Verwaltungsprogramm für Footy. Ich habe das jetzt gerade ein bisschen falsch. Bild.de, Bildschirmschoner, Bundesliga. Und zwar ist das ein Bildschirmschoner mit Bundesliga-Nachrichten. Das heißt, es aktualisiert sich von selber wie RS-Feeds. Nachrichten. Spielplan für Bundesliga, für Outlook. Ein, ich schätze mal, Plugin für den Outlook. Wer das Spiel, Entschuldigung, wer das Programm Outlook recht häufig benutzt und Fußballfan ist, dem würde ich das empfehlen. Fußball-Tipp-Gemeinschaft. Ja, Tipprunden zur Fußballliga, Bundesliga verwalten. Also, wie gesagt, ich habe da nicht so wirklich die größte Ahnung. Klingt aber alles dann doch recht interessant. Ich denke mal, jeder Fußball- und Computerbegeisterter würde sich, denke ich mal, damit schon recht anfreunden mit dem Programm. Mit dem Programmen, so wollte ich das sagen. Und ja, als Film, was für ein schöner Film. War Inc. mit John Cusack, Ben Kingsley, Hilary Duff, Dan Aykroyd, Marissa Tomei und Juan Cusack, John Cusack. FSK ab 16. Dan Aykroyd, einer meiner Lieblings Schauspieler. Ja. Zudem gibt es noch selber in der Computerbild
Artikel der IFA, der Internationalen Funkausstellung, die vom 3. bis zum 8. September in Berlin stattfindet. Zudem ist es die 50. Ausstellung, also Happy Birthday. Ein Tablet-PC, ein doch schon schwerwiegender Apple-Konkurrent, also von dem iPad, ist ein Bericht da drin. Dann Apps für Vista und 7, also Windows 7. Die Sidebar, die man im Grunde dann, die bei Windows 7, ja, die man frei auf dem Desktop verteilen kann und die bei Windows Vista fest auf der einen Seite sind. PowerPoint 2010, ein großer Bericht darüber, also Test. Und Google Earth, ein schöner großer Bericht. Da war ich gerade noch bis vor kurzem selber am Lesen. Sehr interessant, auf jeden Fall. Steckt doch mehr hinter, als man anfangs ja den Anschein hat. Und ja. Ja, das war's dann erstmal für mich mit dieser Version. Und wir sehen uns dann wieder bei der 20.2010 nächste Woche. Bis dann. Tschüss.